Hallo miteinander. Wir haben gestern mal wieder eine Runde The Dragon and Flagon gezockt. Das ist ein Spiel, das so ganz im Stile von Cult Express oder meinetwegen auch Robo Rally eine Fantasy-Kneipenschlägerei-Simulation ist. Ich plane hier Züge ein mit Karten, dass ich wohin laufe, auf den Tisch springe, einen Bierkrug in die Hand nehme und ihn dann in eine Richtung schmeiße, immer mit dem Ziel, einen Kontrahenten irgendwie im Kopf zu treffen und dadurch Ruhmespunkte zu erreichen. Und man programmiert dies ein, 1, 2, 3 Schritte, ähnlich wie bei Cold Express, und dann lässt man das ablaufen und nichts passiert genauso, wie man es geplant hat. Der Krug, den man schmeißt, wird an dem Kopf vorbeigehen, weil die Person ist gar nicht mehr da, wo man gedacht hat, dass sie ist. Oder man kann auch als Pirat spielen. Es gibt 8 verschiedene Rollen, die man spielen kann. Ich bin Pirat und stehe auf dem Tisch. Und dann meine nächste Bewegung ist, dass ich mich an einem Kronleuchter durch den ganzen Saal schwinge und dabei rufe und jemand versuche, mit meinem Stiefel ins Gesicht zu treten, der aber gar nicht mehr da ist. Also fliege ich runter und lande auf dem Boden und bin erstmal benommen. Lauter solche lustigen Dinge passieren. Jeder Charakter hat auch ein paar Sonderkarten, die die anderen nicht haben, wie der Pirat, das, was ich gerade gesagt habe, oder dass das Piratenschiff, das er hat, vom Hafen aus in die Taverne schießen kann, während irgendwie der Kung-Fu-Kämpfer oder die Magierin, die kann Kettenblitze schießen und so weiter. Und so fort. Das Spiel geht so lange, bis genug Zeit vergangen ist, weil jede Aktion, die man macht, kostet unterschiedlich viel Zeit. Das heißt, dass man vielleicht, wenn man eine lange Aktion macht, erst später wieder drankommt, während alle anderen Mitspieler zweimal dran sind oder so. Jedenfalls, wenn genug Zeit vergangen ist, 25 Zeiteinheiten, dann kommt die Stadtwache und beendet die Party sozusagen. Und wer dann am meisten Ruhmespunkte gesammelt hat durch glorreiche, großartige Aktionen oder so, der gewinnt das Spiel. Und weil nichts so funktioniert, wie man das plant und alles ja total durcheinander ist, hat man einen Spaß. Man kann es theoretisch laut Anleitung zu zweit spielen, wovon ich natürlich absolut abrate, weil man trifft sich dann in dem Pub einfach nicht genug. Man muss dann mehrere Charaktere gleichzeitig spielen. Man kann es bis zu 8 spielen und dann ist natürlich einiges los. Da kann es sein, dass der Krug, den man wirft, vielleicht zufällig jemand an den Kopf legt. Ja? Das ist schon richtig cool. Und wir haben hier richtig cooles Spielmaterial, 3D-Möbel, wir haben Stühle, die man nehmen kann, jemanden über den Kopf ziehen, wir haben die erwähnten Bierkrüge, wir haben halt die Tische, man kann sogar einen Teppich jemanden unter den Füßen wegziehen, sodass der dann umfällt. Das ist alles liebevoll gemacht, richtig cool zum Anfassen, sieht gut aus und spielt sich recht fluffig, wenn man mal kapiert hat, wie es funktioniert. Das Spiel ist nur auf Englisch verfügbar. Es gibt eine komplett deutsche Anleitung, die gut ist, gar kein Problem. Auf den Karten steht halt relativ viel Text. Aber alles wird auch durch Symbole wiedergegeben, sodass, wenn man mal die Symbole verstanden hat, was das alles heißt, braucht man den Text überhaupt nicht mehr und kann dann einen Haufen Freude haben. 8 Personen steht drauf, 60 Minuten, das kommt auch so hin. Und ich lade euch jetzt dazu ein, ein kleines Let's Play anzugucken. Ich habe nämlich gestern die Kamera mitlaufen lassen, als wir es zu viert gespielt haben. Und ich lasse es einfach im Schnelldurchlauf, 10-fache Geschwindigkeit laufen. Und immer wenn es was Cooles gibt, gehen wir in Normalgeschwindigkeit zurück, sodass ihr einfach mal so einen Eindruck bekommt, wie sich das Spiel spielt. Also ein richtig spaßiges Spielchen. War schön, das mal wieder rauszuholen. Man kriegt das auch relativ günstig immer hinterhergeschmissen. So. Das ist so 15 Euro, 20 Euro oder so. Kriegt man das oft mal im Sale oder halt einfach irgendwo gebraucht, weil es halt einfach ja, relativ unbekannt ist. Aber für Leute, die gerade so Cold Express Feeling in der Fantasy-Taverne mit Schlägerei kombinieren wollen, hammermäßig. Von daher, gebt dem Spiel ruhig mal eine Chance. Achso, aber ich darf mich drehen noch in der letzten Runde, haben wir gesagt. Ne? Ich nehme mir dann einen Krug in die Hand. Muss man den Trink eigentlich auch trinken? Das gibt es eine Trinkkarte. Weißt du selber? So, wie viel? Da geht's! Wie viel? Ja, eins. Eins. Also die Hand nehme ich schon eins, genau. So, bam! Und du machst nochmal Slasher. Der Sarg! Ich habe einen Rundumschlag. 4. Ah, zum Glück bin ich in der Nähe. Du bist im Nahkampf mit dem Mittel. Ja, ja, schon gern. Da, bitte. Aber das kostet 4. 1, 2, 3, 4. Das ist komplett verausgabt. Das mache ich, ich laufe. Ja, also wenn ich die Karte benutze, habe ich einen Drunge. So, okay. Und dann ist er plötzlich wieder da. One square.
We may move the difference square. Kostet zwei Zeit. Schau da her. Jawohl. Bleib doch da stehen. Eins, zwei. Nein, oh mein Gott. So, dann rot. Also, ich habe nämlich meine. Also, wisst ihr eigentlich, ich bin ein Pirat, ne? Und außerhalb von der Kneipe ist hier so ein Fluss und da fährt mein Kriegsschiff vorbei. Und es schießt jetzt in die Taverne rein, an der Stelle, die ich sag, mit meiner Super-Mega-Karte. Blöderweise seid ihr jetzt alle auseinandergelaufen. Ich wollte nämlich jetzt das. Dazwischen feuern. Ja, eigentlich, und die Reichweite ist halt 9 Felder. Doof habt ihr das gemacht. Naja, dann schießt er hier hin. Dann scheißt er hin. Und er macht. Du wirst getroffen von einer Kanone. Ja, ich. Jawohl. Warum das? Weil du das Schiff schießt da rein. Guck dir in der Grafik. Ja, dann lochen die da die Ballerin. Ich krieg 4 Siegpunkte von dir und du liegst auf dem Boden. Glaub's ja. Feuer! Feuer da rüber! Bumm, jetzt ist er weg. Das ist weg und das ist geschwindet. Oh, ach, das war das gemeine Ding. So, das war jetzt nicht so geil. Ich wollte eigentlich alles drei auf einmal drauf. Ich glaube, ich bin. Ich mache eine Divine Höhe, du kriegst einen göttlichen Krug an den Kopf gedonnert. Ja, das ist, glaube ich, nicht so schwierig in gerader Linie. Ja. 3. Ja. Stelle kriege ich, mich benommen und wirst 1 zurückgeworfen. Das benommen bin ich auch noch. Oder das heißt 1 zurück, ja. Oder? Das. Genau. Frauen wieder. Wer ist dran? Du bist dran. Ach, geiler Scheiß. Flip Table. Characters on the table, and characters and objects end in orange waters. Zack! Was? Null! Scheiße! Okay. Wie viel kostet das? Zeit? 3. Kostet 3. Wo bin ich jetzt? Und ich liege. Und du liegst und es kostet 4. Ja, dann ist mein Boost weg. Kriege ich Rausgeld bitte? Nee. Doch. Der Boost ist weg. Das hat er mir nicht. Ist aus oder erst, ja, wenn der Timer hier drauf geht? Was auslöse? Erst wenn der Timer entscheidet. Liegt der Tisch jetzt andersrum? Eigentlich schon, oder? Ja, aber nee, der Tisch wird jetzt so behandelt, dass man immer wieder draufsteigen kann. Also behandelt ihn so. Ja. Ja. Geil. Du hast ihn also richtig mal rumgepfeffert. So, das ist nochmal ein Dreck. Scheiß Pirat. So, du bist jetzt auch du bist da dran. Ja, mit der Musik. Bro, ich schmeiß jetzt das Ding quer da drüber. Was? Moment. Na, tatsächlich. Ja. Ah, hör auf. Also, das ist ein Distance. Super. Was ist das für ein Krug, also? Ein Krug, dir noch scheiß Krug. Wie war das? 2 ist doch schon. Und du bist doch nicht genommen, oder? Und du bestehst. Hey, das ist 2 nach vorne. Aber das hat sich gelohnt. Wie 2 nach vorne? Na, er hier. Zeit. Arschgeil. Lohnt sich das Programmieren? Weiß ich nicht. Was ist weiter? Ja, weiß ich. Und was ist? Oh! Ich muss aber gucken, ob man jetzt noch eine Runde hat oder sowas. Wahrscheinlich sieht es aus. Wird eingeleitet. Sobald der Zeitmarker auf eines der Felder, nachdem nach dem Auftaken der Stadtwache erhält, zählt jeder Spieler die Reputation aller zusammen. Ja, das war irgendwie so. Also die tragen uns praktisch davon. Die ist direkt dazwischen. 12 Punkte. 17. Oh je. Also, hat jemand deutlich.